Willkommen zurück zu The Legend of Zelda, A Link Between Worlds. Aua. Du Pisser. So, wir gehen jetzt erstmal nach Lorule. Lorule gehen wir nach Lorule. Und jetzt suchen wir weitere, Mai-Mais. Wo ist denn meine Maus da? Und zwar haben wir hier in diesem Riesengebiet noch ein Mai-Mai. Das wird jetzt schwierig sein zu finden. Nördlich von der Schmiede? Nee, nee, das Wahrsagers unter einem großen Fels, das müssen wir haben. Westlich vom leeren Haus in dem Raubschleimwäldchen unter einem großen Felsen. Das ist hier. Das haben wir auch schon. Nördlich vom Sumpfpalast im Wasser. Östlich vom Sumpfpalast auf den drei Standorten. Das haben wir. Betretet südlich vom leeren Haus das Areal des Sumpfpalastes. An der Felswand rechts seht ihr den Mai-Mai an der Wand. In Hyrule gibt es dort eine Höhle mit Feen. Südlich vom Oktoball an der oberen Felswand. Geht durch das Portal und nehmt, das müssten wir haben. Vor dem Oktoball-Spielfeld unter ein paar Schädeln. Müssten wir auch haben. So. Okay. Geh weg. Geh weg. Aua. Geh weg. Okay. Gehen wir mal zum Oktoball-Spielfeld. Ich bin mir nämlich gerade nicht sicher. So. So. Hier? Mai-Mai versteckt sich im Gras an der Wand an einer Hausruine im Südwesten des Dorfes der Verbannten. Da könnten wir mal nachgucken, weil hier scheine ich zu haben, weil das war ja hier. Das Mai-Mai. So, da drin beim Oktoball war es unter einem von diesen Felsen da, von diesen Schädeln. Oktoball müssen wir auch mal spielen, Leute. Ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Zeige ich euch direkt, wie es ist. Oktoball ist nicht so einfach, wie es aus, wie es scheint. Okay. So. Und hier müssen wir später noch rein. So. Hier müssen wir später noch rein. So. Okay, das scheinen wir auch zu haben. Im Baum am Eingang des Dorfes der Verbannten, in einem Baum nordöstlich vom leeren Haus auf dem Weg zum Schloss. In der westlichen Wand der Schmiede, das müsste ich auch haben. Dann kann es eigentlich nur noch der Baum sein. Der ist es nicht. So. Okay. Dann gehen wir nochmal zum leeren Haus. Was übrigens mit höchster Wahrscheinlichkeit eher das Haus von Ravio ist. Hier? Ne, da ist eine Fee drin. Hier? Nein, da ist auch nichts. Hier? Ja. Da ist das Mai-Mai. Yay! Die Nummer 84. So, mir ist es halt wichtig, dass wir so langsam mal alle Mai-Mais finden. Und deswegen würde ich das gerne machen. Aber Leute, ganz ehrlich, lass mal eine Runde... Aua. Lass mal eine... Aua. Eine Runde Oktoball spielen. Aber erst einmal... Hab ich das... Hab ich die Flasche hier schon? Hab ich die Flasche hier schon? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht, ne? Die müsste ich schon haben, ne? Ja, die habe ich schon. Ja, das ist eher Ravios Haus. Hier ist auch ein lilaner Teppich.
Hier ist auch ein lilaner Teppich. Okay. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir gehen jetzt erstmal in die Light World. Nach Hyrule. Und dann begeben wir uns mal langsam... wobei, wartet mal. Wir gehen jetzt erstmal dahin, wo wir... Warum will ich es mir eigentlich umständlich machen? Wir können doch auch erstmal die im Skelettwald holen. Wir können doch auch erstmal die im Skelettwald holen. Wisst ihr was, Leute? Wir machen den Part jetzt 30 Minuten. Im besten Fall. So. Und immer schön Kohle einsammeln. So, und zum Skelettwald können wir uns ja auch spielen. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und es fehlen da noch 5 oder so, ne? Irgendwie so in der Art war da was. Sorry. Hier fehlen noch 4. So, jetzt ist die Frage, komme ich überall hin? Sind wir jetzt beim Wahrsager? Ach, das macht immer so ein ganz kurzes Geräusch von einem Maimai, wenn ich diese Karte aufrufe. So. Ich höre eins. Da, an der Wand. Guck mal. Zack. Dann haben wir das schon mal. Aha. Das war im Areal mit den zwei Zyklopen links unten an der Felswand. In der Grube im Südosten an der Wand. In der Grube im Südosten an der Wand. Ich würde gerne erstmal... Oh, guck mal, da ist auch noch eins. Titanhandschuh. Das einzige mit Titanhandschuh, was wir hier finden. Also das einzige, was wir, wo wir den Titanhandschuh brauchen. Baum vor dem Hühnerstall im Nordosten. Wo ist denn Nordosten? Oben rechts, ne? Nordosten ist oben rechts. Ba, 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 bam, 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 bam. So. Erstmal nach Osten laufen. Ja, kommen wir hier wieder raus. Da kommen wir hier wieder raus. Zack, 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 zack. Und zack, zack. Ja, Mann. So. Haben wir hier nicht auch noch was? Nope. Nope. Aber Bäume, die Bomben spucken. Und nicht reden, so wie in Link to the Past. So. Also hier ist schon mal nix. Ganz im Westen bei der Säule mit dem Portal unter dem Gras in der unteren Ecke. So, weil ich nicht will, dass die Musik wieder weg ist, gehen wir einfach mal kurz in den Item-Screen. Ganz im Westen bei der Säule, das müssten wir haben. Im Süden an der Wand des Hauses vor dem Abgrund. Das haben wir. In dem Areal, das haben wir eben geholt. In der Grube im Südosten an der Wand. In der Grube im Südosten an der Wand. Das könnte noch fehlen. Da bin ich mir allerdings nicht sicher. Oh, mit Karte wäre es jetzt einfacher, Leute. Aber ich habe jetzt keine Lust, eine Karte zu suchen. Ich höre es schon. Ich höre es schon. Da ist es. So. Da ist das Mai Mai. Zack. Komm mal hierher. Nummer 87. Dann holen wir uns jetzt auch noch Nummer 88. Im Norden des Waldes, westlich von der Höhle mit dem mysteriösen Mann unter einem Schädel.
Im Norden des Waldes, westlich von der Höhle mit dem mysteriösen Mann. Im Norden, Leute. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir hier nach Norden kommen. Ohne durch den Wald ohne durch das Dungeon durchzumüssen. Aber ich glaube, das kriegen wir hin, indem wir hier rüber gehen gleich. So. Immer schön Rubine sammeln. Guck mal, wir haben schon wieder über 300 Rubine bekommen, ne? Au. Das war gemein. So. Ich hasse Sprite Limitation. Habe ich das schon mal erwähnt? Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. So, hier ist erstmal das Portal. So. Und wir müssen nach Norden. Da. Da ist es. Das letzte Mai Mai hier. Und das ist Nummer 88. Das heißt, müssten ja jetzt noch 12 hier in Low Rule fehlen, ne? Müssten ja jetzt noch 12 hier in Low Rule fehlen. So. Goodie. Dann gehen wir mal nach hier rüber zum Palast der Dunkelheit. So. Und versuchen wir hier mal rauszukommen. Ach, hier sind ja gar keine Gegner mehr jetzt, ne? Die uns rauswerfen. So, ganz im Nordwesten bei dem Portal von dem... vor dem Wasserfall im Wasser. Das dürfte ich sogar schon haben. Die Frage ist, welches Mai Mai fehlt noch? Das ist eigentlich immer die Frage. Welches Mai Mai fehlt noch? Da 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 da. Ja, lass mal kurz hier rüber gehen. Hier nach links und so. Wow. Ich hab gedacht, das hat sich selbst getötet gerade. Wo ist das letzte Mai Mai? So. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwo noch im Wasser ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das... Ja. Wir müssen nach da unten ins Wasser. Aber das könnte schon Hylia-Seegebiet sein, ne? Das ist schon Hylia-Seegebiet. Das ist schon Hylia-Seegebiet. Dann müssen wir noch da. So. Da. In dem Baum ist es drin. Das ist Nummer 89. So, aber jetzt können wir tatsächlich mal da unten die ganzen Portale machen. Und dann würde ich auch gerne am Todesberg noch die ganzen Portale machen. Weil wenn wir die Portale haben, haben wir die halbe Miete. Und hier komme ich nicht ins Wasser. Ich glaube, ich komme hier an für sich nicht ins Wasser. Kann das sein? Ich komme hier an für sich nicht ins Wasser. Ich muss über Hyrule dahin. Weil wir da hinten noch nicht waren, haben wir da auch noch kein Portal und noch kein, da hinten noch kein Portal und noch kein Wetterhahn. Ja, wisst ihr was, Leute? Wir holen jetzt die ganzen... Wir holen jetzt erstmal die kompletten Mai-Mais. Weil... Dann haben wir es hinter uns. Dann haben wir es einfach hinter uns gebracht. Dann haben wir es hinter uns gebracht und ich bin glücklich. Was man so glücklich nennen kann. Ja? So. Schauen wir erstmal, wo wir hier irgendwo ein Portal finden. Wo wir relativ einfach rankommen. Weil an das da kommen wir nicht ran, was da ist. Was hier im Wasser ist, da kommen wir ja nicht ran. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder waren hier zwei? Ja, hier kommen wir... Doch, hier kommen wir ran. Aber leider Gottes über einen kleinen Umweg. Da müssen wir nämlich von hier aus...
Ups. Hier rüber. So, und jetzt dürfen wir auch wieder eine kleine Cutscene sehen. Nein? Nicht? Warum nicht? So, erstmal haben wir hier ein Mai Mai. Das holen wir uns mal eben. So. Da würde ich auch ganz gerne mal kurz gucken. Schildkrötensee. Das war Zoraflossen, rechts neben dem Eingang. So. Dann müssen wir an der nordöstlichen Anhöhe. Das müsste dann da hinten irgendwo sein. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wo wir hier überhaupt hochkommen. So. Müssen jetzt erstmal gucken, wo wir hier überhaupt aus dem Wasser rauskommen. Ba, 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 ba. Aua. Ba, 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 ba. Hier kommen wir aus dem Wasser raus. So. Ich sollte mir sowas mal ausdrucken und dann abhaken. So. Weil hier waren wir ja schon, ne? Moment mal, wie viel gibt es denn hier noch? 3 oder 4? 4. Ach, guck mal da. Da haben wir einen von den 3. So. Südlich des Händlers am See an der Felswand. Wo ist der Händler am See? Der ist ganz links. So. Ganz im Süden an der Felswand. So. Hätte ich auch so gefunden. So. Dann müssen wir erstmal da nach links irgendwie kommen. Ich weiß, wenn ich hier tauche, bekomme ich auch ein bisschen Kohle. Aber wegen 5 Rubinen jedes Mal will ich das nicht machen. 2 müssen noch fehlen, ne? Ja. So. Ist hier einer drunter? So. Hast du ein verwirrtes Mai Mai gefunden? So, und ich glaube, diese Schildkröte... Diese Schildkröte kann ich einfach so ins Wasser werfen. Vielen Dank für die Rettung, großer Held. Ich kann nicht mehr auf die Beine. Kam nicht mehr auf die Beine und da war ein Monster. Und ich hatte solche Angst. Mama macht sich bestimmt schon Sorgen. Ich schwimme besser schnell zu ihr zurück. Mach das. So, da oben haben wir übrigens noch ein Portal. Wo ich, glaube ich, auch irgendwie hinkomme. Aber ich glaube tatsächlich nur über... Low Rule, über High Rule. So. Lass mal hier die Viecher töten. So. Ich hatte solche Angst. Jetzt schwimme ich schnell zu meiner Mama zurück. Dieses schlimme Monster hat mich umzingelt. Ich hätte nie gedacht, dass ich da mal rauskomme. Vielen Dank für die Rettung, großer Held. Ach, guck mal, hier komme ich raus. So. Wir bereiten direkt schon den nächsten Dungeon vor, Leute. So, dann ist hier noch ein Mai Mai. Ups. Okay. Und ganz im Südosten an der Felswand, das haben wir. Wir müssen doch jetzt alle haben, oder? Ja, wir haben jetzt alle. Sehr schön. So, jetzt würde ich gerne mal schauen, was hat der Händler hier? Hat der ein neues Schild für uns? Vielleicht eins, das nicht verbrennt? Nein. Der hat kein neues Schild für uns. Das ist immer noch dasselbe Schild. Derselbe Schild. Sorry. Ba 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 ba. So. Und ja, damit könnten wir fast schon zum ach, guck mal. Zum Todesberg könnten wir fast schon. Ach, ich habe so lange da oben auf Rettung gewartet. Ich dachte, dass ich nie wieder fortkomme. Hier im Wasser geht es mir schon viel besser. Vielen Dank für die Rettung, großer Held.
So. Wie kann ich dir nur für die Rettung meiner Kleinen danken? Ich habe nichts, was ich dir zu Dank geben könnte. Du kannst aber gerne auf meinen Rücken steigen, wenn du magst. Dann fahre ich dich gerne etwas herum. Den Kleinen gefällt das auch immer. Was? Du machst dir Sorgen, dass deine Schuhe schmutzig sind? Ich bin doch eine Schildkröte und kein Teppich. Das bisschen Schmutz macht mir nichts aus. Steig nur auf. Gut, dann steigen wir mal auf. Wo ist er, die Schildkröte? Da. Und dann können wir hier hoch. Und können den Wetterhahn erstmal aktivieren. So, jetzt ist die Frage. Moment mal, wir müssten ja jetzt tatsächlich 94 Mai Mai haben. Wir müssten ja jetzt tatsächlich 94 Mai Mais haben. Und uns fehlen noch zwei Items zum Verstärken. Ne? Der Boomerang und der Eisstab. Und das können wir jetzt machen. Das könnten wir jetzt machen tatsächlich. So. Ich bin nämlich am Überlegen, ob wir nicht, bevor ich die restlichen Mai-Mais hole... Ich meine, sind wir ehrlich, ich bekäme eine richtig krasse Fähigkeit, meiner Meinung nach krass, wenn wir alle Mai-Mais holen. Aber will ich die jetzt schon mitnehmen in die in den nächsten Dungeon, ist die Frage. Ich glaube tatsächlich eher nicht. So, wir sind jetzt erstmal hier oben. Dann gehen wir nach hier unten. Gehen wir kurz in die Höhle rein. Was waren hier drin? Ah, okay. Nichts. Nichts von Bedeutung, liebe Freunde. Nichts von Bedeutung. So, dann gehen wir mal zum Mutti Mai Mai. Mutti Mai Mai. Und geben ihr ihre vorletzten Kinder ab. Kinder! So. Dann werden wir auch noch etwas machen, um schneller an Kohle zu kommen. Nämlich unsere ganzen Monstermaterialien verkaufen. Und dann holen wir uns noch eine Flasche. Meine lieben Liebenden. So. Dann holen wir uns noch eine Flasche. Du bringst ja meinen Nachwuchs mir. Ach, wie fein, wie danke ich's dir. So. Dann werden wir jetzt erstmal den Boomerang verstärken. So. Ich werde das jetzt nicht vorlesen, weil sie sagt immer dasselbe. Sie sagt immer dasselbe. Und das ist ein bisschen doof. Der ist super Boomerang. Der Boomerang ist stärker geworden. Heftig. Hui. Blub, blub, blub. Oh, wait. Und guck mal, Mama Mai Mai hat auch so eine Muschel auf dem Kopf, ne? Du hast hier wirklich was dabei. Ich veredel's dir mit Zauberei. Ja, den Eisstab. Soll den Eisstab ich behandeln und von normal zu super verwandeln? Hoi, hoi, hoi. Hoi, 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 hoi. Yeah, der Eisstab ist stärker geworden. Cool. So. So, und dann fehlen noch 6 Stück. Schnell verirren sich meine Racker, bla bla bla, und sie sind kleine Kacker. Sie scheißen öfter in die Hose. Such die letzten 6, los! Ja, das werden wir auch noch machen, jetzt nicht. Ich habe mir jetzt überlegt, mich dahin zu spielen, tatsächlich mit Irene, aber andererseits, komm, wir laufen da mal eben hin. Ich habe einen Rubin liegen gelassen. Das ist kontraproduktiv. Das ist kontraproduktiv. Ich weiß auch noch nicht, ob es reicht für 3000 Rubine tatsächlich. Aber probieren geht über Chatudieren. Probieren geht über Chatudieren. So. Schauen wir mal bei der Hexi rein. Bei der sexy Hexi. Hihihi, wie kann diese alte Hexe dir helfen? Oh, du hast wirklich Irene gerettet? So ist das also. Geht es ihr denn gut? Da ist sie in eine schlimme Sache verwickelt worden. Aber wenn jemand mit einem Lächeln zurückkehren wird, dann ist es meine Irene. Du hast mir sehr geholfen. Ich bin nur eine alte Hexe und kann dir nicht viel anbieten. Aber hier, bitte, trink diesen Tee. Aus 100% Monsterteilen, voller guter Nährstoffe. Möchtest du etwas? Ich möchte verkaufen. Was möchtest du verkaufen? Alles. 839. So, ich danke dir.
So. Jetzt haben wir 2648 Rubine. Wir brauchen 3000. Krass. Wo kriege ich denn jetzt noch Geld her? Tatsächlich wüsste ich wo, aber da will ich halt, wie gesagt, noch nicht reingehen. Oder am Todesberg gibt es auch einen Haufen Kohle. Oder wir suchen uns ein Schatzrätsel, das wir noch nicht gemacht haben. Zum Beispiel hier, das dürfen wir noch nicht gemacht haben, oder? Ne, das haben wir noch nicht gemacht. Das haben wir noch nicht gemacht. Okay. Oh. Puh. Okay. Okay. Danke. Das ist für die ganz Ungeduldigen wie mich. So, dann geht's hier raus. Und dann können wir uns den zwar niederholen. So. Oh. Das wird leider nichts. Jetzt dürfen wir wieder da oben stehen, ne? Ja. Okay. Aber zu dem Knopf können wir. Zu dem Knopf können wir. Können wir nicht. Ah, Moment mal, natürlich. Aber wir können hier hoch. Und können hier jetzt raus. Und am besten noch in die andere Richtung. Und am besten noch in die andere Richtung, genau. So. Dann können wir hier hin. Und dann hier rüber. Und dann sind wir hier am Knopf. So, dieser Knopf bewegt diese Plattform da. So. Dann müssen wir erstmal wieder hier zu... Wow. Hier zurück. Hier raus. Und müssen versuchen, eins nach oben zu kommen. Ah, Moment mal. So. Ach ja, natürlich. Natürlich. Natürlich, Leute, natürlich. Dann können wir hier rüber zur Treppe. Und außen rum. Und zwar ganz weit. So, und dann sind wir bei der Kiste. Und dann haben wir 3000 Rubine. Nicht. Nicht ganz. Nicht ganz. Aber jetzt fehlen nur noch 150. Die sollten wir eigentlich auch relativ schnell bekommen. Ein paar Monster grinden. Vor allem... Leute, die hier, die bringen eigentlich immer 5er. Seht ihr ja. Wenn wir davon ein paar besiegen, ja, die dürften eigentlich meistens auch einen 5er oder einen 20 bringen. Kann man dann schon so ein bisschen was farmen. So ein bisschen Kohle können wir hier farmen. So. Oder wir fangen mal eine Biene und geben sie ab. So. Oder halt Monsterteile. Das kann man auch machen.
So. Hier haben wir noch ein bisschen Kohle. So. Immer schön Geld scheffeln, Leute. Immer schön Geld scheffeln. Hier können wir noch ein bisschen Rasen mähen. Könnten auch zur Tempo-Rubinjagd gehen. Ich könnte ja eigentlich tatsächlich mal eine Biene fangen und abgeben. Aber ich weiß gar nicht, wir kriegen gar nicht so viel Geld für eine Biene. So. Oder auch mal... Wow. Hier unter den Platten können wir mal gucken. Gibt es eigentlich auch öfter mal Rubine. So. Hier oben im Gras. Im Baum. Ist nix, okay. Gehen wir mal hier rüber. Und wir werden doch wohl noch jetzt so 120 Rubine zusammenbekommen. Aua. Da haben wir noch einen Fünfer. So. Haben wir noch ein Herz. Ich glaube, ich weiß, wo wir Geld bekommen. Wenn wir uns tatsächlich mal so langsam auf den Weg zum Todesberg machen, dann kriegen wir Geld. So. 2887. 2892. Rosso, Toro Rosso. Na, weil hier... Nee, hier nicht. Ach egal, Leute, machen wir im nächsten Part. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst dem Ganzen doch gerne ein Like da. Und ihr könnt mir mal was Nettes in die Kommentare schreiben. So. Au. Das wäre super lieb von euch. So ein paar Kommentare. Finde ich ganz cool. Würde mir weiterhelfen. Ich zögere nicht hinaus. Nein, nein. Ich zögere nicht hinaus. Nein, nein. Ich würde doch niemals ein Video in die Länge zögern und eine Abmoderation mit Absicht so lange hinauszögern, bis wir an einem Punkt sind, an dem ich speichern kann, nur damit ich noch ein paar Rubine sammeln kann. Das ist so ein Unding, was manche Leute machen, um Parts in die Länge zu strecken. Um eventuell mehr Werbung drauf zu schalten, was ich natürlich nicht machen kann, weil ich meine Videos nicht monetarisieren kann. 90 noch. Oh, ich glaube, da sind wir gerade falsch gelaufen. Hast du 20 für mich? Oh, danke. Da sind wir aber gerade außersehen falsch gelaufen. Das war natürlich keine Absicht. Aber wenn wir schon mal hier sind, können wir auch das ganze Gras hier mal abklappern. Hust, hust. Aber diese Versehen, dass wir hier falsch laufen, ich möchte mal ganz kurz den Tornadostab auswählen. Wo ging's denn jetzt nochmal zu unserem Haus? Eieiei. Wo ging's denn jetzt nochmal zu unserem Haus? Eieiei. Ich glaube, das war hier. So. Und, kennt ihr diese Leute, die Videos auch wirklich in die Länge ziehen und ne, nicht zur Pötte kommen? Ich kenne solche Leute nicht. Alles klar, Leute. Bis dann. Und ciao.